Die Arbeit an Jedi Master Luke ist schwer und dauert verdammt lange. Ich hoffe, ich komme heute einen Schritt näher. Ich habe das letzte Mal vor 2 Wochen ein Video jetzt aufgenommen. Aber was hat sie jetzt in diesen 2 Wochen getan, möchte ich heute klären. Ich heiße herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, vor 2 Wochen war es das letzte Mal, da habe ich ein Video hier vom Let's Play Kanal gemacht. Warum? Ja, letzte Woche kam ich nicht dazu. Da war ich so im Garten beschäftigt, da hatte ich dann keinerlei Möglichkeiten. Da habe ich nur schnell noch mein Projekt-Account schnell aufnehmen können, aber danach war dann Feierabend und deswegen hat sich da jetzt in der Richtung nicht so das ergeben. Abgesehen davon bin ich auch nicht wirklich weit gekommen, muss ich dazu sagen. Also weit gekommen im übertragenen Sinne. Das Problem ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt drin stecke, habe ich ein kleines Problem, weil ich dann nämlich immer die gleichen Teile brauche und die kriegst du dann teilweise auch verdammt schwer. Deswegen habe ich gesagt, es ist nicht so einfach, wie man sich das Ganze vorstellt. Weil du brauchst verschiedene Teile, die brauchst du in Massen. Vor allem bei einem Charakter, da brauchst du richtig viele. Und deswegen ist das gerade ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr so einfach. Deswegen gehe ich noch schnell mal das hier durch, weil vielleicht kann ich noch das eine oder andere Teil kaufen. Ja, das hier, das sind diese Teile da, die ihr da gerade seht. Das sind so mit diejenigen, die ich jetzt gerade am dringendsten brauche. Und jeder weiß, dass gerade auch diese Teile nicht so einfach zu bekommen sind. Das ist nämlich mein Problem. Und ich werde es euch gleich zeigen. Ich gehe nur schnell meine Einkäufe komplett durch, damit ich da vorankomme. Aber ich glaube, das war's hier. Da kann ich auf jeden Fall das Omega. Hier in diesem im Let's Play habe ich ja immer das Problem, dass ich zu wenig Omega. Seht das? Okay, das geht. Das ist nicht das Problem. Aber Omegas, Riesenkatastrophe. Das lassen wir auch weiterlaufen. So, dann brauchen wir die Teile natürlich dann auch in Massen. Schön, dass jetzt die Grand Arena vorbei ist. Dadurch ist jetzt wieder ein bisschen was da, was wir benutzen können. So, und das Teil, das ist wichtig. Viel. Ja. Das ist wichtig. Aber das ist natürlich auch, aber die Betäubungshandschellen sind natürlich was anderes. So, also. Die kam, habe ich ja ausreichend. Was hat sich jetzt im Laufe der Zeit so getan? Also, Mon Mothma habe ich jetzt fast geschafft. Da fehlen jetzt nur noch die, da sollten jetzt, wenn ich jetzt richtig noch sehe, diese 5 Teile. Mehr sind es nicht. Und die schaue ich, dass ich die auf jeden Fall jetzt heute noch bekomme. Genau. Das waren diese 5 Teile, damit ich sie endlich habe. Es war schwer genug, sie überhaupt zu bekommen. Deswegen schauen wir mal, ob ich genug Material da habe, dass ich sie auf Relikte 5 hochziehen kann. Dass ich genug gesammelt habe, dass der nächste auf Relikte ist, also Relikte 5. Also 4 klappt schon mal. Jetzt schauen wir mal. Ja, es würde sogar. Das würde sogar gehen. Gibt es da momentan? Nein, gibt es nicht. Das heißt, das nehmen wir. Und zum Schluss, jetzt schauen wir mal, wie es hier ausschaut. Nein, da habe ich nichts, also muss ich auf die übliche Methode zurückgreifen.
Das ist einfach das Einfachste. Ich, bevor ich lang umeinander suche, gehe ich zum Phoenix-Team, weil da weiß ich sicher. Da weiß ich dann sicher, dass ich das bekomme, was ich brauche. Das mache ich auch jetzt mit Absicht alles hier über das hier. So. Perfekt. So, der nächste ist fertig. Endlich ist sie soweit. Das hat jetzt lang genug gedauert. Jetzt kann man auch gleich die Teile hier farmen. Jetzt brauche ich ja sowieso wieder erstmal, aber ich habe mir sowieso erstmal für so, dass ich jemanden gleich auf Relikte 5 hochziehen kann. Genau, dann haben wir zwei Stück. So, jetzt wird sie natürlich nicht weiter bearbeitet, das ist ganz klar. Gut, dann kommt sie jetzt erstmal weg. Wie sieht es mit den Werten aus? Ja, sie muss definitiv noch ein höheres Tempo haben. Sie hat deutlich zu wenig. Sie hat deutlich zu wenig. Sie braucht auf jeden Fall, dass ich sie viel, viel mehr Gesundheit und hier Tempo von 200 ist Pflicht. Das wäre ist sinnvoll. So. Dann gehen wir mal wieder in den Reiseführer und in die galaktischen Legenden. Und das heißt, jetzt ploppt hier die 11 auf, weil Mon Mothma ist ja hier auf Relikte 5. So. Wedge, Bix, R2-D2, Jedi Ritter Luke und Obi-Wan Kenobi. Der erste, den ich wahrscheinlich jetzt als erstes soweit haben werde, ist wahrscheinlich der gute Wedge. Den werde ich wahrscheinlich schneller haben als die anderen Kandidaten. So, also. Das Problem, wovon ich geredet habe, ist er. Weil er braucht allein 200 Stück. 200 von diesen verdammten Teilen. Allein nur in dieser Phase. 200. Und jetzt hängt es nämlich schon wieder. 15 von denen. Kann man die, ja, die kann man hier sogar mal kaufen. Da kann man 10 kaufen. Und dann kann man sie wieder erfarmen. Aber da warten wir noch schnell. Wie gesagt, der ist hier. Dann könnte ich, das Problem ist aber, ich, ja. Das ist, meinte ich. Ich konnte, hätte ihn, ich brauche nämlich die gleichen Teile, brauche ich nämlich für die ein und denselben. Das heißt, wenn ich den mache und ich muss jetzt langsam mal Bix endlich auf die notwendige Stage hochbringen. Deswegen tue ich schnell die 150 Kristalle investieren. Damit ich wenigstens Bix auf Stufe 12 bringen kann. So. Die drei Teile. So. Dann fehlt jetzt noch das hier. Das gleiche, was Bix braucht, was Wedge braucht. Das hat das gleiche, was Mon Mothma gebraucht hat in Massen. Und das hier auch. Das gleiche, was auch Bix braucht. Also von dem her, man gibt sich, man muss gleichzeitig zwei Leute, und das ist halt dann teilweise bei manchen Teilen so richtig schwierig. Ihr seht schon, Jedi Ritter Luke konnte ich jetzt schon mal nicht mehr weitermachen, weil mir fehlen jetzt hier diese 11 Leute. 11 Teile. Okay, da kann ich jetzt nochmal 5 dazu nehmen. Aber dann hakt es schon aus mit dem Kaufen und dann müsste ich den Rest farmen. Und das ist natürlich was komplett anderes. Das ist nervig. So, gehen wir mal zu den Schiffen. Ganz kurz, weil ich will ja, muss ja natürlich auch noch meine Schiffe weiter farmen.
Ein Splitter kam jetzt da dazu. Aber ansonsten, den Teil Repeater, den muss ich langsam auch mal endlich farmen. Weil in unserer Gilde hat den so gut wie keiner. Und den brauche ich ja eigentlich auch. Ah, apropos Gilde. Wenn wir schon kurz die Gilde angesprochen haben. Aktueller Stand ist, wir sind durch. Wir haben wieder mal 50 Mitglieder und sage ich ganz herzlich danke, danke an alle, die da sich daran beteiligt haben. Jetzt geht es darum, derjenige, wenn jemand wirklich kommen möchte, ich habe hier einen Account drinnen, den möchte ich raus haben. Das ist einer von meinen Accounts. Von meinen, die ich ja einfach nur geparkt habe, zu einem Zeitpunkt, wo die Gilde kurz vorm Crash gewesen ist. Es gab einen Zeitpunkt, da war es wirklich so weit, dass die Gilde fast am Ende gewesen ist. Weil das war vor einem halben Jahr ungefähr, besser gesagt nicht einem halben Jahr, fast jetzt schon dreiviertel Jahr ist es. Da war die Gilde kurz vorm Exitus, aufgrund dessen, weil die Umstellung von Capital Games war zu für Relikte 9. Anschließend sind dann ein paar von meinen stärksten Spielern raus. Wir waren ja schon mal auf 120, 130 Millionen. Nee, wir waren auf 120 Millionen. Und das haben wir ja schon fast wieder erreicht. Und wir hatten auch schon mal 50. So, jetzt haben wir wieder die 50 und fast die 120 Millionen. Also auch wieder reicht. Also sind wir wieder auf dem richtigen Weg, so wie es gewesen ist. Aber unsere stärksten Spieler sind aufgrund dessen weg. Und das zweite war natürlich mein Umzug. Der hat natürlich dann dafür gesorgt, weil ich halt dann wirklich null Zeit hatte. Ich habe mich um alles andere kümmern müssen. Ihr wisst was. Ihr kennt die Gründe alles. Warum, weshalb, wieso. Das kennt ihr alles. Habe ich ja schon mehrfach euch gesagt. So. Dann gab es natürlich aufgrund dieser zwei Faktoren immer wieder Probleme in der Gilde. Und dann war es auch so weit, dass wir dann teilweise die Leute nicht mehr zusammengekriegt haben für den TW. Grund ist das hier. Wir hatten dann teilweise 22, 21, wir hatten ja teilweise nur noch 33 Spieler. Und dann, wenn so 5 oder 10 mal keine Lust haben, was ja üblich ist bei einer Casual-Gilde, so wie wir eine sind, haben wir natürlich alles Mögliche gesucht. Wir haben die Möglichkeit, wie kriegen wir das Problem hin und so weiter. Dann habe ich mir kurzerhand gesagt, ich nehme einfach von meinen Accounts, die ich noch auf Halde gehabt habe, die ich einfach nicht aktiv nutze, baller ich hier rein. Und das hat geholfen. Dadurch konnten wir wieder TWs spielen. Und inzwischen sind wir bei aktuell 50 Spielern. Und das heißt, wenn jemand reinkommen möchte in die Gilde, ist gern herzlich aufgenommen. Sollte aber Minimum 1,5 bis 2 Millionen haben. GM. Unter dem werde ich jetzt einen Ersatz für meinen Account nicht akzeptieren können. Weil im TW und im TB ist diese natürlich sinnvoll. Wenn ich da was anderes haben wollen würde. Das ist das aktuelle Stand. Und noch einmal, wir können alle Raids spielen. Wir können sie alle auf Heroisch spielen, bis auf den natürlich, den Rancor. Die in der zweiten Stufe, die können wir natürlich nicht spielen, das geht mit der nicht. Und noch können wir nicht simmen, aber wir sind dabei. Für das Simmen fehlen uns jetzt noch 6 Han Solos. Aber das werden wir dann auch noch hinbekommen. Und wenn noch jemand Lust hat, jeden Mittwoch und voraussichtlich auch jeden Sonntag werde ich jetzt dann auch noch in Zukunft streamen auf Twitch. Link ist in der Beschreibung zu meinem Kanal. Mittwochs ist fester Termin mit 20 Uhr. Dann sonntags ist immer
Unsicherheit, weil ich da nicht weiß, wie lange ich da arbeiten muss. Gerade letzten Sonntag zum Beispiel war es so, dass ich bis 20 Uhr, bis 20.30 Uhr arbeiten musste. Und dann nach einer Stunde, dann fahre ich in 20 Minuten. Und dann hast du nur 40 Minuten Zeit, dich zu duschen, dich fertig zu machen, den Stream herzurichten, aufzubauen. Und das habe ich dann alles innerhalb von 5 Minuten geschafft. Mit deiner Frau noch eine Kleinigkeit zu essen und so weiter und so fort. Das hat dann alles nicht ganz so funktioniert. Und daher ist es sonntags nicht immer zu 100% sicher, aufgrund dessen der Geschichte mit meiner Arbeit. Mittwochs aber ist eigentlich safe. Wenn es mal nicht der Fall stattfindet, würde ich das natürlich rechtzeitig ankündigen. Derjenige, der natürlich kommen möchte zu mir in die Gilde, nur über Discord anschreiben bitte. Weil alles andere bringt nichts. Weil ich mir den Account erst anschauen muss und weiß, das würde ein würdiger Ersatz sein, weil dann kann ich meinen rausziehen, den anderen reinmachen und so weiter. Und wenn natürlich noch jemand zweites, der auch so GM hat, habe ich kein Problem damit. Ich habe insgesamt in diesem Account zwei, die ich loswerden will. Wie gesagt, die habe ich alle raus, aber das ist zu viel GM, die ich verlieren würde. Und das mache ich definitiv nicht mit. Weil das mache ich weil das sind Accounts, die ich für die Gilde hier drinnen habe und zwei davon würde ich dann rausziehen. Schnell einen Schluck trinken. Ich rede jetzt schon eine ganze Weile. So. Also, jetzt sind wir hier schon ziemlich weit. Was könnten wir denn jetzt? Jetzt schauen wir noch schnell. Also, eins der nächsten Probleme, was jetzt dann auch kommen wird, was ich dann auch machen muss. Und da werde ich wahrscheinlich in einem Stream, will ich dann das Ayala Sakura kann ich inzwischen auch auf 7 Sterne machen. Da habe ich ja genug bekommen. Dass ich ein bisschen besser das Modding betreibe. Gerade auch in diesem Account, dass ich da, wahrscheinlich mache ich das, vielleicht überlege ich das, dass ich das auch in einem Stream mache, dass wir uns da auf das Modding mal von allen, dass wir dieses Modding mal genauer anschauen. So, alles andere Hammer. Oh, Wicked kann ich ja inzwischen auf 7 Sterne machen. Das heißt, ich kann jetzt endlich die zweite Stage bei dem beim Evox machen. Da kommt ja einmal im Monat so dieses Evox-Ding, wo du als erstes mit den Evox kämpfst. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Und dann im zweiten Stage kannst du, wenn du ein Wicked 7 Sterne hast, kannst du dann anschließend Zetas bekommen. Und das kann ich natürlich jetzt in diesem Fall auch. Okay. Warum habe ich jetzt den bekommen? Keine Ahnung. Fragt's mich nicht, ich weiß es nicht. Gut. Ausbauen tue ich jetzt in diesem Fall nicht. Oh, ich glaube, ich habe was vergessen. Sehe ich gerade. Schauen wir mal. Ne, den habe ich. Den achten Bruder. Habe ich doch schon geholt. Ich muss schnell hier simmen. Und ich hoffe natürlich, dass ich hier die zwei... Ja, wieder immer nur das Gleiche. Ihn da hier, da ist ein Hilos mit seinem Schiff. Okay, dass ich die Skimitar brauche, steht ja natürlich außer Frage. Aber trotzdem. Oh. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Ja, ich kann ihn auf Stufe 8 bringen. So, aber der Rest, dabei ich brauche natürlich wieder die Kyrotex und natürlich die Teile hier, okay. Das Witzige daran ist, du brauchst immer die gleichen Teile, immer die gleichen, für alles und jeden.
Aber egal. Die einzigen zwei, die jetzt noch schwierig sind, sind die Teile, diese zwei, und dann kann ich mich darauf konzentrieren, dass ich Vader, dass nicht Vader, sondern dass ich diese dann auf Relikte hochziehe. Das sind die einzigen zwei noch. Ihn hier, da brauche ich jetzt noch 5, da brauche ich welche. Hier brauche ich, von dem brauche ich jetzt noch 100 und das hier. Okay. Natürlich, ich könnte jetzt bei swgoh.gg nachschauen. Müsste ich aber nachschauen, ob ich mich überhaupt noch anmelden kann. Das wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung, dass ich noch mal nachschaue. Zwecks swgoh.gg. Ja, aber das sind auch. So, warum habe ich das mit dem Modding angesprochen? Aus einem einfachen Grund. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Das Modding ist teilweise nicht so gut, wie ich das haben wollen würde. Und das brauche ich halt nun mal. Ein gutes Modding. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich das jetzt ihm gebe. Das bringt gar nichts. Weil ich natürlich die Charaktere teilweise etwas besser ausbauen muss oder möchte, damit sie besser auch performen in der Grand Arena. Und ich habe in der Grand Arena habe ich das gemerkt, dass ich da gewisse Probleme habe, und das Problem ist hauptsächlich das Modding. Das ist das Hauptproblem. Und daher muss ich schauen, dass ich da deutlich besser abschneiden kann. Nur habe ich meistens nicht die Zeit dazu, dass ich mich um das Modding direkt kümmern kann. Das ist nämlich das auch eins meiner kleinen, aber feinen Probleme. Die Materialien, die ich jetzt hier habe, sind jetzt auch zu wenige, dass ich sagen kann, ja, mach mal. Also hier ist nämlich deutlich zu wenig bei allen Sachen. Und daher muss ich erstmal die Materialien hier alle schön brav sammeln. Okay. Dann muss ich jetzt noch zum Schluss. Tun wir das hier. Tun wir die Teile hier farmen. Ja, weil insgesamt muss ich es leider sagen, ich bin nicht so 100% zufrieden mit dem Account, wie er läuft. Bin ich definitiv nicht. Da fehlt es mir an vielen, vielen Stellen. Und deswegen muss ich da mal schauen, ob ich da in der Richtung. Wie gesagt, das Erste, was ich betreiben muss, ist das Modding. Da muss ich auf jeden Fall schauen, was ich da in der Richtung machen kann. Und vielleicht nehme ich mir da auch einen kompletten Stream zu Rate, und werde da einfach mal schauen, dass ich die Charaktere ein bisschen ummodden kann. Dass es da ein bisschen besser läuft. Ich habe jetzt mit Absicht den jetzt nochmal angewählt. Und ich muss auf jeden Fall auch eine ganze Menge Mods erstmal wieder loswerden und nach oben bringen. Auch verkaufen und so weiter. Das muss ich auf jeden Fall, damit ich da überhaupt dann vorankomme. Aber ich sag, vielleicht mache ich das in einem Stream. Muss ich mal schauen, ob ich das in irgendeiner Form mache. Ja, Leute, mehr kann ich jetzt in diesem Fall nicht machen, weil es gibt eigentlich nichts zu tun. Das war's dann eigentlich schon. Relativ kurz. Okay, für meine Verhältnisse trotzdem. Also für Normalverhältnisse nicht, aber für meine Verhältnisse schon. Oh, Erfolg. Besitze 7 Sterne Wicket. Kriegt 5 Omegas. Omegas brauche ich mehr als genug. Und das Bildchen. Das ist gut. Genau. So, schauen wir mal. Und die restlichen Sachen. Ja, Meistersammlung, Flotten. Das sind die einzigen zwei, die ich noch brauche. Ja. Aber das sieht man auch. Die Arbeit hört halt nie auf. Ist halt leider so.
So, das letzte, was jetzt noch fehlt, ist die Flottenherausforderung. Und das war's dann. Ja, oder ich tue mal halt das Einzige, was ich vielleicht auch noch machen könnte, dass ich mir ein komplettes Video. Könntest du mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon, was ihr meint. Soll ich das im Stream machen? Das komplette Modding? Mit euch gemeinsam? Oder soll ich ein Video davon machen? Das Video wird aber sehr langweilig werden, das kann ich jetzt schon sagen. Stream natürlich auch, klar, weil Modding ist immer langweilig. Ist halt so. Bis auf die Hardcore-Spieler, da gibt es den einen oder anderen bei mir im Stream. Aber in der Regel ist das nicht so interessant. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. In diesem Fall würde ich jetzt sagen, Leute, wir machen Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, Daumen oben, Abo, Glocke aktivieren. Allen einen schönen Tag, macht's gut, schon Servus, möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns im nächsten Video oder in einem Stream. Macht's es gut.